Hallo ihr Lieben, ich möchte gerne wieder regelmäßiger Videos machen und ich habe jetzt lange überlegt, was könnte ich denn für ein Video machen und mir ist irgendwie nichts eingefallen und aktuell fällt es mir auch sehr schwer, kreativ tätig zu sein, beziehungsweise habe ich auch einfach nicht so die Zeit, um eigene Projekte anzugehen oder Dinge für mich zu tun. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen meinen Arbeitsalltag. Ich bin ja selbstständig, vielleicht interessiert euch das Thema ja, Selbstständigkeit. Ich bin seit 5 Jahren selbstständig und da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Ich bin so 1 bis 2 Mal die Woche in meinem Laden, also ich betreibe einen Unverpacktladen für alle, die es noch nicht wissen. Und so die restliche Zeit arbeite ich von zu Hause aus, da gibt es immer super viel zu tun. Und ja, heute möchte ich euch einfach mal mitnehmen und mit der Kamera begleiten, an welchen Projekten ich aktuell so arbeite. Und nicht wundern, im Hintergrund ist es super chaotisch bei uns. Aber ja, es ist einfach die Realität und ich räume nicht extra für ein Video auf. Von daher müsst ihr mit dem Chaos klarkommen. Ja, mein Tag startet eigentlich immer mit Kaffee. Ich bin Kaffeetrinkerin und als erste Aufgabe werde ich jetzt erstmal so E-Mails checken. Das mache ich immer so als erstes. Dann gucke ich, ob ich Rechnungen bezahlen muss. Ich arbeite immer an mehreren Projekten gleichzeitig und hier entsteht gerade unser Lieferservice, also der Online-Shop zu unserem Lieferservice. Und da gibt es noch jede Menge zu tun. Ich habe jetzt die ganze Webseite hier aufgebaut, die Produkte eingepflegt und bei einigen Produkten fehlen noch Bilder. Und da wollte ich heute mal ein bisschen experimentieren mit der Kamera. Und eben noch ein paar Bilder machen. Genau. Und da habe ich mir eben von den Produkten, die jetzt hier fehlen, jeweils eine kleine Menge mitgenommen und versuche jetzt mal diese Bilder hier nachzumachen. Also diese runde Anordnung der Produkte auch zu fotografieren und die dann hier noch einzupflegen. Ansonsten steht heute noch auf dem Plan, an einem Regal weiterzubauen. Ich habe von einer älteren Dame, die einen Laden, also so einen kleinen Nahkauf, so einen Edeka-Nahkauf aufgegeben hat, aus Altersgründen, habe ich ein Regal geschenkt bekommen. Und das werde ich jetzt ein bisschen aufhübschen und stabilisieren. Und das bringe ich dann in meinen Laden und so darf das noch weiterleben, dieses Regal. Ja, und das muss aber noch ein bisschen lackiert werden und aufgehübscht werden und das steht heute auf dem Plan, neben dem Bildermachen. Ja, und ansonsten ja, werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil bis 15 Uhr habe ich nur Zeit, also bis 2:30 habe ich nur Zeit, weil dann muss ich meine Kinder aus dem Kindergarten holen. Und ich denke mal, wenn ich heute dann noch so ein bisschen Zeit habe, also wenn ich eher fertig bin, dann nutze ich die Zeit heute noch, um Aussaaten zu machen, weil jetzt Anfang Februar kann man natürlich schon einiges vorziehen für den Garten. Und das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal in Angriff nehmen und habe es aber immer vor mich hingeschoben. Und ja, gestern habe ich im Keller ein bisschen aufgeräumt und vielleicht schaffe ich es ja heute mal endlich, ein paar Samen in die Erde zu stecken. So, ich habe hier so eine Fotobox. Die baue ich jetzt mal eben auf. Dann versuche ich mal, diese Produkte zu fotografieren. Thank you.
So. Ich habe jetzt hier so verschiedene Produkte aus unserem Sortiment. Also einmal hier so ein Nussmüsli oder hier so eine Fruchtnussmischung. Und davon brauche ich immer noch die Bilder. Ja. Das versuche ich jetzt mal. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ach ja, ganz vergessen. Die Fotobox hat ja auch noch eine Beleuchtung. Da muss ich jetzt aber erstmal die Kabel noch suchen. So, jetzt suche ich mal gerade noch ein anderes Objektiv. Beziehungsweise muss ich, glaube ich, mal Objektive wechseln. Mit der Kappe vorne drauf wird es natürlich nichts. Wieso ist sie so schwarz am Rand? Passt wohl nicht so ganz auf diese Kamera, das Objektiv. Komisch. Naja, ich musste jetzt mal das Objektiv auf die andere Kamera machen und mache jetzt mal damit noch eine Probeaufnahme. Also dieses Objektiv passt überhaupt nicht auf die Kamera, habe ich gerade festgestellt. Das scheint nicht kompatibel zu sein. Deswegen sieht man jetzt so einen komischen Ring. Naja, aber ich brauche jetzt das andere Objektiv für die Kamera hier, damit ich eben solche Bilder machen kann. Und ja, das ist ja eh langweilig, da werde ich jetzt nicht die ganze Zeit mitfilmen. Lustig. Ja, ich blende euch dann einfach mal ein paar dieser Bilder, die ich gemacht habe, hier ein, dann, wenn ich das Video zusammenschneide, und dann könnt ihr die Ergebnisse sehen. Ja, ich mache das jetzt mal eben schnell und dann melde ich mich später wieder. Ja, hier habe ich jetzt die ganzen Bilder gemacht. Die müssen jetzt noch bearbeitet werden. Natürlich tausende Variationen von dem Produkt in verschiedenen Helligkeiten, sodass ich mir das Beste aussuchen kann. Genau, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden und bin sehr gespannt, wie das dann alles in meinem Online-Shop aussieht, wenn dann die Bilder hier so fertig eingefügt sind. Das ist nun das Ergebnis. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Jetzt habe ich natürlich die anderen alle schon zugemacht. Die Bilder bearbeite ich mit Canva. Das ist so ein Online-Bearbeitungsprogramm. Früher habe ich alles selber gemacht mit GIMP. Aber mittlerweile finde ich Canva einfach super praktisch. Und so, man kann so schnell Bilder bearbeiten. Es ist sogar kostenlos. Nur wenn man noch mehr Möglichkeiten haben möchte, dann lohnt es sich wirklich, auch die Pro-Version sich zuzulegen. Das ist dann hier übrigens unbezahlte Werbung. Also ich sage einfach nur, mit was ich arbeite, und bekomme kein Geld dafür. So, mittlerweile ist es 11:30. Mit den Fotos bin ich soweit fertig. Die sind auch schon alle eingepflegt. Und ja, jetzt wollte ich ja noch das Regal weiterbauen. Und ich glaube, zu der Pflanzenanzucht komme ich heute nicht mehr, und ich denke, da werde ich dann einfach ein separates Video machen, weil ich will dann noch schon mal anfangen, das Video hier zu schneiden, damit ich das heute auch noch hochladen kann, weil sonst sehe ich mich schon in einer Woche, habe ich es immer noch nicht hochgeladen. Jetzt mache ich aber erstmal Feuer, damit der Kachelofen hinter mir, damit er warm wird, und wir dann heute Nachmittag, wenn meine Kinder aus dem Kindergarten kommen, dass es dann hier schön warm ist. Thank you.
Tja, sieht aus, als müsste ich erstmal Holz holen. Schauen, ob das hier noch ausreicht, um das anzuzünden. Vor sich hinbrennen und ich gehe jetzt mal Holz holen. Auch in den Keller. Da ist ein noch größeres Chaos als hier oben. Zumindest in dem einen Raum. Hier habe ich schon ein wenig aufgeräumt. So. Das Regal ist allerdings hier drüben. Achtung, Chaos. So, hier ist das Regal auseinandergebaut. Das werde ich jetzt erstmal rüber in den anderen Raum bringen, weil da ist einfach, weil im anderen Raum einfach ein bisschen mehr Platz ist. Umdrehen, aber dann bräuchte ich ja neue Dübellöcher und das funktioniert ja. Also, dieses Regal ist bis jetzt nur mit Dübeln, Holzdübel, zusammengesteckt. Und weil mir das für meine Zwecke zu unsicher ist, weil bei mir kommt da hauptsächlich Gläser drauf, Gläser mit Produkten, also vor allem Schokolade. Das wird unsere Schokoladenpyramide. Und weil es mir da einfach zu unsicher ist, dass es nur zusammengesteckt ist, werde ich das noch oder muss ich das noch entsprechend stabilisieren. Und weil einfaches Verschrauben zu einfach ist und ich es natürlich so machen möchte, dass man hier außen keine Schrauben sieht, werde ich mit einem gängigen System arbeiten. Das kennt man so von eigentlich vielen Möbelstücken, diese Exzenterverbindungen. Die kenne ich als Minifix. Die haben aber bestimmt noch tausend andere Bezeichnungen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die erklären soll. Ich habe jetzt gerade leider keine da. Aber ja, wenn es dann mal soweit ist, werde ich dann, denke ich, ein Update-Video dazu machen und dann werdet ihr das ja sehen. Da werden hier eben Bohrungen gemacht und dann kann man das so miteinander verschrauben. Ich kann es gerade nicht besser erklären. Genau, und das werde ich dann machen, sobald ich die Bohrschablone habe, weil das ja natürlich etwas komplizierter ist als einfaches Verschrauben, habe ich mir da eine Bohrschablone bestellt und auf die warte ich jetzt erst noch. Solange kann ich aber schon mal diese Leisten hier lackieren. Das Regal hat nämlich hier so eine Umrandung. Ist auch ganz schön schwer. Hier hat es so eine Umrandung aus Vollholz. Und das möchte ich natürlich lackieren, dass man es abwischen kann.
Das ist auch das einzige Vollholz an dem Teil. Der Rest ist aus Pressspan, macht aber einen sehr robusten Eindruck. Also es ist hier so Vollholzoptik. Von daher ist es okay. Genau, die Flächen kann man gut abwischen, weil sie eben so furniert sind. Aber ich glaube auch nicht aus Vollholz, sondern aus einem Kunststoff. Egal, ich habe das Regal ja geschenkt bekommen, von daher beschwere ich mich nicht. Weil sonst ist in unserem Laden eigentlich alles aus Vollholz gebaut. So gut wie alles. Genau, und ja, ich mag einfach Vollholz, aber das Regal haben wir geschenkt bekommen und ich finde es einfach mega schön. Ich baue es jetzt mal auf und zeige euch das mal im Ganzen. Das ist jetzt meine Pyramide mit vier Ebenen. Echt ziemlich cool. Diese Leisten hier werde ich jetzt lackieren. Und ansonsten sind eigentlich nur Kleinigkeiten zu machen, also eine stabilere Verbindung und jetzt eben so Schönheitsreparaturen wie diese ausgerissenen Löcher verstecken. Ansonsten ist das Teil top in Schuss und wartet darauf, endlich wieder in einem Laden zu stehen. Jetzt werde ich das Regal, also die Leisten hier, das erste Mal lackieren. Ich denke, da werde ich so zwei Schichten Lack dran machen. Das sollte eigentlich reichen. Und dann bin ich wieder einen Schritt weiter. Das war's dann mit meinem kleinen Vlog. Wie hat euch denn das Videoformat gefallen? Ja, einfach so ein bisschen meinen Alltag zu begleiten als Selbstständige, was man da so für Aufgaben hat. Heute sind es tatsächlich mal ein bisschen andere als sonst. Sonst arbeite ich sehr viel am Computer, also die E-Mails beantworten und Bestellungen machen und an der Webseite Posts vorbereiten und so weiter und so fort. Interessiert euch das, dann kann ich gerne in Zukunft weitere solche Videos machen. Ja, ich freue mich über euer Feedback und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!